Marianne hat mir die Fotos gezeigt von der silbernen Hochzeit. Auf meiner Bluse sieht man natürlich wunderbar den Fettfleck vom Sahnespender. Das war Amo wieder so typisch Herbert. Einfach mal drauf gedrückt. Ich habe noch gesagt, Herbert, halt das Ding nur ohne. Nee. Und dann lacht er immer noch so dumm. Bin ja mal gespannt, ob der wieder rausgeht. Ich kann ja die Bluse nicht so plackig lassen. Auf dem einen Foto sieht man dich gerade nur noch so am Rand. Marianne ist ja jetzt überglücklich, weil ihr Rüdiger den Abschluss gemacht hat. Ja, auch so Schwierigkeiten gemacht. Jo, auch anfangs muss es ganz gut gelaufen sein. Aber dann wäre es auf immer von heut auf morgen nicht mehr richtig weitergegangen. Und du sagst, Marianne, mit ein bisschen Druck war es dann nachher wieder besser. Ja, wenn man da nicht von Anfang an hinten dran ist, braucht er nur noch so oxidieren. Nee, studieren wollte er, glaube ich, nicht. Es Marianne sagt, der macht Lehre bei einer Installationsfirma. Ah ja, wenn es ihm keinen Spaß machen will, hätte er ja auch nicht den Abfluss gemacht. Was für Abfluss? Du, der Abfluss. Der Abschluss. Der hat einen Schulabschluss gemacht. So, ich hänge mir den Abfluss. Also mir kann ja einer sagen, was er will, aber die Sahne aus dem Spender schmeckt ja lang nicht so gut wie frisch geschlagen. Mama, dreh uns Wasser auf. Es läuft immer noch. Nee, schon abgedreht. Du am Gewinde. Ach, ist der Herr Doktor nicht da? Ist das Auto kaputt? Stefan. So. Fertig. Ist es dicht? Ja, ja. Finde ich uns einer in der Familie. Stefan. Was essen wir denn? Ich mache die Wäsche noch weg, da können wir essen. Und was gibt's? Was essen wir dann heute Abend? Ich wollte Brot aufschneiden und Tomate und Wurst. Stefan, hast du nicht wohl das Tapetenmusterbuch mitbringen, Wäsche dein Zimmer? Ich mach mir kein Tapete an die Wand. Ey, dein Vater wollte dir doch die nächste Woche das Zimmer tapezieren. Jo, ab können wir die Tapete ja machen, aber ich will kein mehr dran haben. Stefan. Du kannst doch dein Zimmer nicht ohne Tapet lassen. Du kannst ja nicht nur die Gipswand stehen lassen. Doch. Ach, also manchmal meint man grad, also das sieht ja dann aus wie im Gefängnis. Stefan, machst du ein schönes Fototapet? Oh, Jesus, jo. Also ich weiß gar nicht, wieso ihr unnötig Geld ausgeben wolle, wo ich doch gar nicht will. Ach, man muss sich ja schämen. Was willst du dann an die Wand machen? Boah, du mit so Sprühdose, Schrift. Wie du am Fernsehen die Chaot in Hamburg. Sind doch Rechtsradikale, die der Staat und die Ordnung zerstören wollen. Ach du lieber Gott. Also man ist doch nicht bloß, weil man kein Fototapet an der Wand haben will, gleich radikaler. Aber so fangen wir an. Oder was natürlich auch schön wäre, ein schönes Seidetapet und auf dem Bett gehäkelt die Tarestick. Sisches Heinz. Er hat nur Spaß gemacht. Dem sehr Spaß kenne ich. Ich warte noch drauf, dass er sich hier glatt schneiden lässt. Dann haben wir die Polizei vorm Haus stehen. Ach Gott, Heinz, vor 2 Tagen haben sie vorm Haus gestanden. Ach was, das war Verkehrskontroll. Ach so. Ja, dann. Das muss ja auch sein. Stefan, hast du morgen Mittag Zeit? Warum? Ah, nee, morgen Mittag hol ich zum Friseur. Was hab ich dann gesagt? Wie? Aber nicht zu kurz? Also, ich finde, so stehen sie da eigentlich ganz gut. Nur Schneidelose und Konture, wieso? Jo, ich finde, so stehen sie da wirklich am besten. Also, wenn man da so sieht, wo sie die Haare, also ganz, furchtbar. Lässt er die Haare anständig schneiden, dass du wenigstens auf dem Fahndungsfoto mal einen gleichen Eindruck machst. Also manchmal. Also dich würde sie noch nicht einmal auf Spielkarte drucken. Freundchen, mach. Das sind genau die Methoden, wo sie von den Genossen da gepredigt kriegen. Ach, ich meine, manchmal, je älter sie wäre, je mehr Kummer machen sie eben. Jetzt haben wir doch wirklich alles für eine gemacht.
das Beste für eine gewollt. Der kann doch sein Zimmer nicht ohne Tapet lassen. Muss so machen, was er will. Die Woche wird ja auch der neue Kindergarten eingeweiht. In dem Alter sind sie noch gut zu Hand. Schirmherr ist die Giesler, in der Zeitung hat's gestanden. Deswegen habe ich das gelesen. Was bedeutet Giesler, Walter? Jo, das muss der Sinn. Was hat denn der eigentlich für Funktion? Hey, Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister, das sind so dämse Dinger. Der geht ja auch nur in die Kirche wegen der Partei. Oh, gut aussehender Mann ist das, jo. Oh, von mir aus. Wenn dort die Presse ist, ist der Gieslerwalder in der Nähe. So christlich, wie der sich verhalten müsste, jo, wenn er mal sterbt, senkrecht in die Himmel steigen. Kann man das eigentlich nicht der Versicherung melden? Was? Ach, du, mit dem Flecke in der Bluse. Mensch, die hätte jetzt sonst nichts Besseres zu tun, wie der Bluse zu bezahlen. Das ist doch eine gute Bluse, die hat doch Geld kostet. Kennst du die Versicherungen? Die bezahlen doch nur, wenn die Bluse älter ist, wie der, dem sie gehört. Und wenn der Besitzer mit der Bluse nicht verwandt oder verschwächert ist. Wie war es ja beim Niedermüller-Alf und seiner Lebensversicherung? Da muss ich ja persönlich auf die Versicherung gehen und bestätigen, dass du tot bist. Ja, wenn man tot ist, hat man ja da auch nichts mehr davon. Das ist doch für deine andere. Haben wir sowas auch? Ah jo, wenn einem von uns zwei was passiert, krieg ich dann das Geld. Ja, und ich? Du bist doch dann tot. Ich mein doch umgekehrt. Tja, das geht mich da nichts an. Wie der Herbert den Sahnespender in die Hand geholt hat, han ich noch gesagt, hallne ne Unne. Dann lacht er immer noch so dumm. Haben wir nicht auch irgendwo so Sahnespender stehen? Nee. Ich kann mich aber erinnern, dass ich da so irgendwie eine Patrone drauf geschraubt han. Das war die Partyzapfanlage. Jo, stimmt. Du hat man sich auch immer so mit versaut. Du's, Marianne hat erzählt, wie es mir die Fotos gezeigt hat, dass da, wo früher der Naturkostladen war, dass da jetzt eine Bar drin wäre. Ich weiß nicht. War doch nicht früher mal eine Fußpflegerin? Ja, das war ja deren Elternhaus, das ist aber schon eine Zeit lang her. Ist das so groß? Ja, das dürft, wie soll ich denn das erklären? Im Supermarkt von der Käseabteilung, wo der Feuerlöscher hängt, bis zur Elektroabteilung. Das dürft so etwa. Kann ich mir jetzt nicht richtig vorstellen. Oder früher das Kino. Das Doppelte vom Sperrsitz und das noch einmal so groß. Kennst du das Jugendheim? Jo, stell dir jetzt mal. Es ist ja jetzt egal. Jetzt stell dir mal das ohne Tisch und Stiel vor. Oder den Nebenraum vom Eckstübchen und noch einmal dazu Sperrsitz. Oder normal ist Eckstübchen mit dem Nebenraum. Aber ja, das täuscht. Das ist ja dann doch schon wieder. Also, wenn das die Größe hit, dann wäre das die Größe von dem. Da ist jetzt ein Bar drin. Jo, hat's Marianne erzählt. Du, Heinz, aber so groß ist das doch nicht. Der Naturkostladen, der war ja gerade. Die Lagerräume im Herberts Doppelgarage ist ja schon 50 Quadratmeter. Ich weiß nur, dass mein alte große weiße Damasttischdeck, die wo ich jetzt Marianne ausgeliehen, dass die fast 3 Meter lang ist. Die habe ich von meiner Mutter noch, wo mir gerade von der Krise schwitze. Du, da war übrigens auch so eine Sahneflecke drauf. Ja, hat der da einfach jetzt so nur drauf gedrückt oder wollte er sich Sahne auf den Kuchen machen? Ach, ich habe nur gesehen, wie er das Ding in der Hand gehalten hat. Und da habe ich noch gesagt, Herbert, halt's noch unne. Wenn er immer noch so dumm lachen wird. Du, Heinz, sollen wir uns nicht von den Fotos von der silbernen Hochzeit nur machen lassen? Ich brauche keine Fotos, die hole ich in den Schubbad, nur Platz weg. Heinz, könntest du. Ich gehe nicht um ins Eckstübchen. Du weißt doch noch gar nicht, was ich frohe will. Ich wollte sagen, ob du der Hermann frohe könntest, ob's Marianne das Foto, wo es mit mir drauf ist, ob's das nur machen lassen könnt. Der Stefan hat gesagt, wie er das Foto gesehen hat, ich hätte mich für mein Alter gut gehalten. Wir müssen mit dem Bub unbedingt mal zum Augenarzt. Ja, die sind da, die sind in der Küche. Ah. Ach du lieber Gott, ist was passiert, Stefan? Guten Tag. Tja, uns liegt eine Anzeige vor, wonach der Eigentümer dieses Anwesens
meins. Hast du Urlaub? Nee, Edwin suchst du Unterschlupf. Ach, als ob ihr zwei Kinder ihm ja zu Tod erschrecke. Ach, das ist ja allerhand. Ach, schon jetzt gemerkt, wunderschön, was passiert wäre. Edwin, trinkst du ein Fläschchen Bier? Tja, also wenn das eine dienstliche Anordnung ist, dann aber 100%. Stefan, gib uns mal ein Fläschchen Bier. Und Edwin, was hast du im Herz? Du, Heinz, hör mal. Du hast doch da vor deiner Haustür, hast du doch da deine Container stehen, ne? Jetzt sag nur, es hat einer angerufen und hat sich beschwert, der Container, der 2,5 cm in die Straße stehen. Prost. Prost. Heinz, welche? Kann er genau sagen, wer das war? Kann er genau sagen, wer das war? Der Meierkurt. Sonst hat der nichts Besseres zu tun. Der hat ja einmal ans Verkehrsministerium geschrieben, hat sich über die Verkehrsschilder beschwert, es gäbe keine schwarze Rehe. Hat er gesagt, dass er mit seinem Auto wie lang vor meiner Garage gestanden hat? Ist doch auch eine verkehrszuwidrige Verhandlung. No, Paragraph 1, der. Oh, weh. Also, Heinz, welche, wenn der dich behindert hat, dann ist das schon, jo. Also, du welche im Nachhinein kannst du doch. Nee. Wann war dann das? Wann war denn der Schindler Gregor 60? Ei, wann war denn das schwere Unwetter? Vor 2 Jahren. Um 14 da vorher war das. Heinz, hör mal, welche. Es geht ja nicht darum, dass sich jemand beschwert hat, ne? Weil ich will mir in den nächsten 2 Tagen will ich mir Container holen. Und da komm ich doch gerade so vorbei und dann sehe ich den Stefan, der sagt, du wärst gerade da, ne? Ich wollte mal wissen, was der so kostet. Ja, das sind 7 Kubikmeter, der kommt normal so um die 180 Mark. Welche? Weil ich han mir gedenkt, weil du Jodl Alfred Schwarz kennst, ne? Du könnt ja doch mit dem Preis so ein bisschen. Ich meine, du kannst dem ja sagen, dass ich das partout nicht mehr weiß, dass der neulich da mit seinem Auto vor der Apotheke auf dem Bürgersteig stand hat, ne? Verstehst du? Na los, ruf ihn mal an. Heinz, dein Freund und Helfer. Aber besser, man macht es selber. Sag mal, zeigt der du dir die Richtung, hä? Ich dir mal die Richtung zeige. Dann weiß aber, wo es lang geht. Ja, auf der Autobahn auf die Gehspur. Edwin, Schnaps. Nee, um Gottes Willen, nee. Kommst du auch zum Stammtisch? Nee, heute nicht. Hast du dein Alkoholfreier da? Nee, im Gegenteil, ich han heute Chorprobe. Also gut, ich geh, dann können wir mal trinken. Bist du mit dem Auto da? Nee, mit dem Fahrrad wäre ich doch. Also, Prost. Alle dann. Heinz, Samo, hast du noch ein bisschen die Treppbunze? Du bist immer nur deswegen so pinkelig, weil sonst bin ich so frie. Da richtig. So. Na, wunderbar. Ah, ja. So, wohl, Heinz. Dankeschön. Die Anau hier, bitte. Wisst ihr, bevor ich mich getroffen habe? Nee. Ich war mit dem Auto an der Waschanlage, oberhalb vom evangelischen Gemeindehaus. Ja. Und da stehst du hier auf Hanne Trauen, wenn das Auto gewischt ist. Ja, ich hatte aber auch schon im Auto drin gesessen. Wenn man schnell genug ist. Naja, dann hast du ja bis jetzt immer noch vorne dran. Ja. Jetzt war ich verzählen wollen. Ja. Und da steht da einer, da hab ich noch gedacht, so von der Größen so kräftig, habe ich nicht das kennt. So, der Richard sehen, ne? Ja, wann soll er das gewesen sein? Servus. Servus, wiedersehen. Ich mein doch jetzt nicht dich, ein anderer Richard. Ja. Ach so. Sag mal, hast du schon wieder dein Auto wäscheln lassen? Lass mich doch jetzt. Geht jetzt gar nicht um mich. Jetzt, Heimer, ich bin jetzt, pass auf, ich bin zu dem Betreffenden hin, habe ich gesagt, bist du es oder bist du es nicht? Heißt jetzt zahm und nix. Ne? Ich weiß auch nicht genau, wo ich dich hinraten soll. Heißt schreibst du dich Richard? Sagt er, jo. Heißt er, Derfler? Sagt er, ja. Heißt bist du Derfler, Richard? Und war das so der Derfler, Richard? Was für Dörfler, Richard? Schulbar. Du, der Dörfler, Richard. Jo, Heisert, was schaffst du dann, Heisert? Ich habe dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Ja. Ah ja, er hätte do in bei Stuttgart hätte er seine Praxis. Ne? Oh, ihr seid Doktor. Ja, ja, sicher. Ja, jetzt pass auf. Und der Sada. Kommen doch noch 5 Bier hin. Jo, ja, bevor du uns zwingst. Und der Sada. Und 5 Schnaps? Jo, der Bier ist halt zu Druck. Naja, jedenfalls sagt er zu mir, was habe ich jetzt gesagt? Ein Dorf vom Richard. Ach so, ja, also, Sada.
an dich kann ich mich im Moment nicht erinnern. Oh. Jo, Heinz, ich bin der Molterpol. Ich habe gedacht, der Molterpol fährt nicht durch die Wasserlauf. Er hat doch gesagt, er wäre der Molterpol. Ach so. Und da hat er den nicht gekannt. Jetzt ist mir alles klar. Ich habe dich ja gar nicht erkannt. Heinz, Richard, es geht auch schlecht. Heinz, du bist vielleicht Doktor, aber ich hält sie ja. Heinz, der Molterpol ist in Kur. Ich bin der Bäcker Heinz und so. Er war ganz durcheinander. Ich sage, aus lauter Verlegenheit, was macht denn die Familie? Richard, was wir die machen? Müssen wir mal hinfahren, gucken. Der Doktor aber ganz schön. Der war in der Schule schon so komisch. Also, wurscht. Wurscht. Du Hermann, aber was ich da vorhin erzählt habe, da geh ich halt unten mal hin. Sag mal, wo ist denn das? Ach, da ist doch sowas eröffnet, wo alles nichts Wichtiges. Der neue Kindergarten. Jo. So was Ähnliches. Heinz, guck mal, steht's da? Und da musst du zuerst Hilde fragen. So weit gibt's noch. Komm, wir gehen die wohl zumachen. Nee, Heinz, die mache ich jetzt erst auf. Guten Abend, die Herren. Was darf sein? Drei Bier. Wie heißt denn der Lade du überhaupt? Maracuja Blue. Na ja, dann. Mein lieber Mann, für die da hinne, da bräuchte man ja echt einen Waffenschein. Guten Abend, Herr Becker, sind Sie auch heute Abend hier, ja? Einmal Frau schafft du. So. Ja. So, bitte sehr. Jo, ich mach das. Wer war denn das? Den steht nicht. Nee, man sieht ja nichts Richtiges. Das ist der Herr Giesler. Tagsüber war er der Kindergärtner in Ohms Bars. Vielleicht ist er auf Stimme fangen. Oh, der fand was anderes. Politik zum Anfassen. Also dann. Wurscht. Ist das doch eine nette Giesler, Walter? Jo, schon lang. Das ist aber doch nicht unsere Frau. Die drei, die da hinkommen, gehören wahrscheinlich auch nicht zu deiner Verwandtschaft. Hallo. Was? Ich sagte Hallo. Schönen guten Abend, ich heiße Renate. Aha. Sie sind zum ersten Mal hier? Ah jo, wir waren am Stammtisch und hat so um 23:30 ein Kollege gesagt, er wüsste noch was, wo man was trinken könnte und jo. Darf ich vielleicht auch was trinken? Ja gut, was ist? Darf ich kann dir keine Vorschriften machen. Ich bin nicht der Vater, wenn's bezahlt. Das müsstest dann schon du bezahlen. Und was wäre das? Ein Cocktail. Und was soll das dann kosten? 20 Mark. Sonderpreis für dich. Brauchst du jetzt nicht gleich eine ganze Flasche trinken? Ich habe den vielleicht ein Gläschen. Das ist der Preis für ein Glas. Wie? Ein Gläschen 20 Mark geliefert? Noch an wir, der Herr? Jo. Darf die Dame auch was trinken? Wir sind noch am Verhandeln. Wie heißt du eigentlich? Becker, also Heinz. Heinz? Wie das Ketchup. Hermann, ist der Richard schon heim? Ja, so ähnlich. Ein Cocktail für die Dame? Deine Freunde sind viel spendabler. Später. Was heißt später? Morgen? Wie schreibst du dich dann von zu Hause? Warum? Ich tue in dem Textilgeschäft bei uns in der Hauptstraße, wo meine Frau die ganze Handtücher an die Kittelstätte holt. Die hat schon gesagt, das wird eine Renate schaffen, aber... Nee, ich bin aus Dortmund. Geh fort, war schon ganz schön weit verschafft zu gehen. Ja, ich wohne natürlich hier. Jo, das war jetzt ein... Heinz, willst du nicht deine Mütze ausziehen? Da ich im Kopf genauso blank bin wie du, du. Sag mal, wenn man obenrum so barfüßig herumläuft, hast du nicht halt. Nein, im Gegenteil, ich habe Heiß. Ja, wirst schon Fieber haben. Jetzt will ich aber so eine Menge so da sind. Brauchen ja das Geld für Hustensaft. Ach, wie lustig. Entschuldige, ich bin sofort wieder bei dir. Mein Spaß, ne? Oh,
Herr Becker, Sie sind ein Casanova. Schöne Frau, hast du nichts mehr zu trinken? Hier, kommt noch ein Cocktail hin und ein Bier für Herrn Becker. Auf meine Rechnung. Sie sind ein Casanova. Gummibärchen. Ja, Klappe. Frauen muss man behandeln wie Kaninchen. Im Knick packen und immer feste schütteln. Stimmt's, Herr Becker? Jo, komm schon. Kennen Sie den Witz, wo der Kegelclub einen mehrtägigen Ausflug macht? Am letzten Abend nehmen sie alle ein Mädchen mit aufs Zimmer. Und dann ist da so einer... Ja, bei, der ist so ein bisschen schüchtern. Dem legen sie eine aufblasbare Gummipuppe ins Bett. Am anderen Morgen beim Frühstück prahlt jeder damit rum, was für eine tolle Braut er hatte. Da sagt der Schüchterne, das ist doch alles gar nichts. Ich hab meine in den... Arsch. Da ist die aus dem Bett raus, dreimal um die Lampe und zum Fenster rausgeflogen. Ich gehe jetzt erstmal auf die Toilette. Spazi, Gummibärchen, geht mal eben pullern. Etwas leiser. Jawohl, Pullerbärchen pinkeln etwas leiser. Meine Schwägerin übrigens heißt Arenard, aber die hat mehr Rollkragenpullover an. Ja, kann sie ja. Ah jo, sonst noch. Die war gerade gestern noch bei uns, dann haben sie ihr Kleiner dabei gehabt. Wir haben ja noch so einen Junge, der war nur 2, der ist jetzt 3,5. Der Thorsten, den kennst du jetzt aber wahrscheinlich nicht. Das ist ein Deibel. Was der schon schwätzt, da bist du fertig. Wenn man den so schwätze hört, könntest du annehmen, der wäre schon fast 4. Der wird seinem Onkel nachschlagen. Kennst du den? Wenn der so wie gestern bei uns war und sonst dem Thorsten holt mit dem Onkel eine Flasche Bier, da geht der an den Kühlschrank, macht die Bier auf, holt die Flasche raus, macht die Bier vom Kühlschrank wieder zu und bringt mir die Flasche für das Alter. Nicht? Aber da ist der auf Zack. Wenn ich zu dem sage, Thorsten, wie heißt der Onkel, baue ich nur zu sagen, hi, sagt der Heinz. Frisch, brauchst nur anzudeuten. Hi, sagt der Heinz. Ja, das ist... Oder wenn ich auf seine Mutter zeige, nicht? Wenn ich dann Thorsten, wie ist das? Die Ma, sagt der direkt Mama. Nicht? Wie so ein Kind, das doch... Sie sind ein Casanova, Herr Becker. Wissen Sie, was an der heutigen Politik so beschissen ist? Ich kann es Ihnen sagen. Ja, ist ja gut, Batzi war. Die Ostsäcke machen uns fertig, das ist... Schlimmer wie ein kleines Kind. Auf ihr Hund ist er ja ganz närrisch, du Flogi. Wenn ich nur sage, Thorsten, wie heißt der Wow Wow? Nicht? Thorsten, wie heißt der Wow Wow? Flo? Sagt der Flogi, ne? Für das Alter. Muss nicht die ganze Hunde sagen, nur andeuten, ne? Zum Fernseh sah da, warten wir wie. Fernweh. Das Fernseh ist es Fernweh. Kennt ich mich gar nicht. Der Heben darf ja nicht so viel googeln, ne? Ja, das soll auch so was bedeuten. Weißt du, nichts Anständiges zu essen, nur das Biozeug und kein Fernseh. Das gibt mir hier die Randalierer mit Mangelerscheinungen, ne? Ich lass mich immer googeln. Wenn wir da ins Wohnzimmer kommen, ist der schon hinten dran. Onkel Fernweh. Sag ich immer, Thorsten, was ist das? Es fällt. Fernweh, ne? Der und sein Fernweh. Ne? Da sitzt der stundenlang und guckt, da hörst du von dem kein Wort. Da ist der so gut zu haben. Ne? Da sieht man doch, dass dem Kind das fehlt. Ne? Aber wenn er so seine Frage stellt, warum und was und ach du lieber Gott, sag ich immer, geh mal zu der Tante, also zu meiner Frau, sag ich immer, die Tante hat Gummibärchen. Ja, hier, schon gut. Was sagen dann deine Eltern, wenn du da so rumlaufst? Meine Eltern leben nicht mehr. Ach so, ja, dann können sie schlecht. Ja, und was wird es sein, Win? Du stellst vielleicht Fragen, Mensch. Unser Vorstand vom Verein, der ist ja mit seiner ganzen Bekannte bis vor ein paar Jahren, haben die noch das Dings da gemacht, wie sagt man dann, wo sie unter der Kleider nichts anhaben. Wie? Wie sagt man dann da, nicht FCKW? FKK. Jo. Auch so Sauerei, ne? Das soll doch auch so was bedeuten. Das sind doch alle so Sex-Verklimmte. Ne? Da hat man doch auch schon gehört, wo sie dann nackig durch die Stadt gelaufen sind. Das ist aber wieder was anderes. Wisst ihr, was das war? Wisst ihr, was das war? Die Blitzer. Erzähl mal nichts. Das war alles von den FKK. Da haben sie sich ausgezogen. Ne? Da haben sie gemerkt, dass sie die Zigarette vergessen haben. Da war es zu faul, falls ich wieder anziehe. Ne? Das sind nackig durch die Stadt gelaufen. Da kommt das her. Ne? Wäre das nicht was für dich? Ich rache ja nicht. Im Fernsehen doch auch nur noch von denen oben ohne und wo sie nichts anhaben und
als noch schlimmer. Nicht? Freitags ist es ja ganz schlimm. Nicht? Ich komme hier nur von denen vielen. Ich bin, mich interessiert das nicht, ich guck das nicht. Und oft sind es noch Wiederholungen. Dazu, naja. So. Ah, Richard, bist du wieder da? Wir wollten schon die Polizei holen. Oh, ich wollte aber gucken, ob ihr ohne mich klarkommt. Mach da nur keine Sorge. Hunger hätte ich halt eh nichts zu essen. Also jetzt nichts Kompliziertes. Nee, also. Wärst du ja mit Brot? Nein, ja gut, ohne Brot. Ich habe mir neulich ein Käsebrot gemacht. Da habe ich vergessen, die Folie zwischen der Käsescheibe rauszuholen. Das hat sich gezogen wie die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. War gut. Und die Folie ist ja auch nur deswegen dazwischen, damit die eine Käsescheibe nicht den Geschmack von der anderen Käsescheibe annimmt. Schinkenbrot. Nein, wir sind doch keine Kantine. Wo du gerade was von Kantinen sagst, da haben wir bei uns in der Kantine so, gibt so Milchdöschen, da geht der Deckel so schwer ab, wenn du Glück hast, brecht noch die Lasch ab. Das ist dann aber alles, was abgeht. Ne? Und wenn der Deckel mal abgeht, hast du die Milch überall, nur nicht im Kaffee. Gut, wer im Kaffee keine Milch will, verdient ist das praktisch, nicht? Aber oder er tut Chips oder Erdnis. Unsere Gäste sollten eigentlich was trinken. Trinken wir noch einer? Nein, Feierabend. Ich muss morgen zum Arzt. Warum schlägt der Frau so fest zu und jetzt hin? Warum geht der so arm? Das hilft es auch doch nicht, dem ist das egal. Ja, ich gehe danach. So, Chef, dann machst du uns mal die Rechnung. Das ist alles erledigt. Der Herr hat Sie eingeladen. So war das aber nicht gemeint, Herr. Kein Problem, meine Herren. Christlich, liberal, demokratisch, sozial und besoffen. Hier, damit ihr euch das hinter die Ohren schreiben könnt, wen ihr bei der nächsten Wählen, Wahlen wohl wollen wollt. Hier, mein Lieber, du hast auch einen. Und jetzt, na halla, Marsch! So, dann bis die Tage. Wiedersehen. Mein lieber Mann, meins war vielleicht heißer Ofen. Brauchst aber eine Menge Kohle. Also jetzt mal Spaß beiseite, sagen eure Weibstadt nicht, wo mir war. Die treffen ja Doris Hilde nicht und ich bin. Hier wäre das egal. Guter Mann, der Gisler Walter. Stell dir mal vor, ich geh ins Eckstübchen, ziehe das Hemd aus und sitze mich wie die mit freiem Oberkörper neben dem Meierkurt und sage, darf ich etwas trinken? Da ruft doch der das Rotkreuz an und sagt, der Bäckerherrn hat den Überblick verloren. 100%.